Hey ho, herzlich willkommen zurück zum Trials of Mana. Danke fürs Einschalten und let's go! So, wir sollen uns jetzt in der Stadt umhören. Wir haben im letzten Part Resis Geschichte erfahren, uns angehört, erlebt. War ganz schön heftig. Ist das Resi? Diese Stadt muss ziemlich verwirrend aufgebaut sein. Ständig fragen Leute nach dem Weg, wie eigenartig. Das ist doch Resi! Das Kleine ist das Resi. Die hat sogar die Schleife. Da ist sogar die Schleife. Ach, die hat sie hinten. Klar. So. Klopf, klopf. Guten Tag. Feenus? Was ist das denn? Oh, da haben wir eine Person zum Befragen. Ihr sucht nach Manastein, hm? Ich schätze, seine Majestät, der Heldenkönig von Valsena, weiß etwas darüber. Aha, Valsena. Ach, guck mal, und das ist schon heute. Ach, guck mal. Oh, knuffig. Aber, Achtung, Achtung, die ist älter als sie scheint. Ich bin froh, ein Füffel, kleine Farmluftkind. Da ist doch ein Hohn, dass ich für dich gegen so viele Monster kämpfen muss. Du vollfiffst mich eigentlich beschützen. Ich hoffe, ihr habt's verstanden. Sie ist nur ein kleines, harmloses Kind. Es ist eigentlich schon ziemlich heftig, dass ich gegen Monster kämpfen muss. Du solltest mich eigentlich beschützen. Echt jetzt? Jetzt kriegen wir sie aber. Hier ist eine Wand. In Kürze, spezielle Ankündigung des Alchemisten und Erfinders von Voyage. Aha. Okay. Jetzt kriegen wir sie aber von Charlotte, ne? Kann das sein? Wir gucken einmal im Waffenladen. Einmal im Waffenladen gucken wir vorbei. Also in dem Snackladen gehe ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben genug Items. Aber im Waffenladen gucken wir gerne mal rein. Hi. Die sind immer gut drauf, ne? Kaufen. Jo. Das Einzige, was uns verbessern würde, wäre die Waffe für Resi. Kaufen wir. Ja. Direkt anlegen. Jo, kein Problem. Kaufe ich gerne. Guck mal, da steht sogar E. Ist das der Rang? Kann gut sein. So, und die alte Waffe verkaufen wir mal eben. Den Bronzespeer, genau. So. Genau. Von dem Rest haben wir noch nicht so viel. Deswegen war es das. Jo, hause rein. Ich würde ganz gerne auch zum Ausrüstungsladen, wenn wir einen hätten. Wer bist du denn? Ach so. Ach, das ist ein derselbe Laden, nur der hat zwei Ausgänge. / Eingänge. So, und hier hinten haben wir den Rüstungsladen. Da sollten wir unbedingt auch mal hin. Bei Rüstung so hatten wir gar nicht gekauft. Und wir haben genug Kohle. Oh, guckt mal. Ui. Okay, Flügelschleife. Aha. Lederrüstung. Ui, ui, ui. Katzenhaube. Schlafkostüm. Okay. Ja, für Charlotte. Da wäre das ja am besten, das Schafskostüm. Aber ich glaube, die Katzenhaube ist dann... Genau, es gibt einmal die Rüstung und einmal den Kopfschmuck, glaube ich. Kaufen wir alles. Kann ich alles kaufen? Ja, ne? Gehen wir von oben durch. Kaufen. Yes, anlegen. Ich überspringe das mal eben. So, dann noch das hier. Und hoppala, nicht nochmal kaufen. Wir wollen ja nicht alles doppelt und dreifach kaufen. So, super. Haben wir alles gekauft. Und jetzt das alte verkaufen alles. So, jetzt haben wir das Equip da gekauft. Alles gleich. Das Geld liegt aber auch hier überall auf den Straßen. Finde ich immer ganz gut. Also, wenn ihr Geld braucht, hier liegt es auf den Straßen. Ist schon krass, dass die Leute alles hier so hinlegen. Aber wir sind jetzt nochmal besser ausgestattet. Das ist ein guter Anfang. Da hinten ist jemand. Hi. Oha. Ach, er ist der Voyage. Okay, wir sollen schnell nach hinten kommen. Der will uns was zeichnen. Suche Maya nach Hinweisen. Ja, hier ist hinten, glaube ich. Hi. Wo ist er? Da. Oh. Ist das deine Erfindung? Ui. Eine Kanone oder ein Fernrohr? Ja, ich will wissen, was das ist. Ach, so eine Abkürzung ist das. Super, Deluxe Superkanone. Kanone, könnt ihr die Stadt direkt mit einem Schuss erreichen? Hä? Krass. Damit können wir uns einfach rüberschießen. Echt jetzt? Deluxe Superkanone, aber dürfen wir noch nicht? Oder begib dich nach Valsena. Ja, okay. Hm. Ich würde gerne mal mit der Kanone fliegen. Warum nicht? Das
Jetzt müssen wir aber erstmal da hinten hin anscheinend. Ah, hallo. Ja, das stimmt. Oh. Oh. Ha. Ja. Nee. Oh, oh. Charlotte, nein. Oh, oh. Das stimmt. Da hat sie recht. Das stimmt. Hat sie vollkommen recht. Oh. Aber das stimmt. Da hat Angela recht. Da können wir jetzt nichts machen. Da müssen wir erstmal weiter, ne? Oh, da kommt er auf einmal mit so einer schlimmen Nachricht. Eieieiei. Autsch. Oh. Ein neues Gebiet. Gold. Ach, die goldene Straße. Ja, aber da ist doch die Kanone. Ach, die, oder ist die noch nicht fertig? Ah, der arbeitet noch daran. Kann das sein? Okay, dann müssen wir uns hier durchprügeln. Oh, wieder neue, ich sag mal, Gegner. Begeblich wie nach Valsena. Ja, gut, dann machen wir das über der goldenen Straße. Huch, ein Boot? Können wir aber nicht abhauen. Nö, ich dachte, wir machen eine kleine Abkürzung, aber so können wir es auch machen. Oh, hallo. Guten Tag, da fängt uns jemand ab. Hey, ihr habt hier in der Gegend nicht zufällig so ein komisches Kaktus-Dingens gesehen, oder? Ich habe schon überall nach ihm gesucht. Es heißt, dass einem gute Dinge widerfahren sollen, wenn man mit dem Kaktus spricht, aber er ist schüchtern. Er bleibt nicht lange an einem Ort. Hey, ihr seid doch auf Reisen, oder? Haltet auch schon nach diesem kleinen Kaktus. Aha, ja, mach ich. Okay. Ja, wenn wir den sehen, dann schnappen wir uns den aber, ne? Ein kleiner Kaktus. Hm, jetzt wollen die kämpfen hier, Goblins. Warum ziehen wir nur ein? Wir haben gerade eben nur einen Schaden gemacht. Boah, ausgewichen. Heil, heilen das Licht, die Runde heilt. Danke, Mann. Danke, Charlotte. Danke, Mann. Du bist die Beste. So, thank you. Boah, die haben aber auch Damage gemacht, oder? Junge, Junge, Junge. Die Gegner sind hier auf Stufe 8. Wow, die sind zwei Stufen höher als wir. Dabei kämpfe ich schon immer wieder gegen Gegner. Du hast gewonnen. Ist aber nicht mehr lange zur nächsten Stufe. Auf jeden Fall nicht mehr für Angela. Ja, der haben wir ja auch dieses Item gegeben, womit wir... Ups, ups. Mehr Erfahrungspunkte bis Stufe 10 bekommen. Dann könnten wir rein theoretisch das Item auch jemand anderes geben. Also sobald wir Stufe 10 geworden sind. Nein! Ich dachte gerade, ich stürze irgendwo runter. Und komme nie wieder raus. Hier ist ein Kaktus, oder? Nein. Ist nur HP. Okay. Na dann... So, Kapuzenratten. Da ist ein Wegschild. Na dann. Oh, wir haben Level Up. Aber wir können eh noch nicht. Wir brauchen noch ein Level Up, oder? Wir haben einen Lernpunkt. Ja. Der bringt's jetzt nicht so, oder? Okay. Voraus. Die Schritt ist... Was? Was ist voraus? Hä? Punkt, Punkt, Punkt. Voraus. Punkt, Punkt, Punkt. Die Schrift ist zu stark beschädigt und nicht mehr lesbar. Ach so. Ei, muss mal erneuert werden, das Schild. Oh, ein Engelskelch. Die Dinger sind gut. Denke ich mir nicht. Jo, jetzt kriegt dein Mümmel hier das. Boah, der Junge hat er mich getroffen. Doch, wo bist du? Toxic. Toxin. Ah. Nee, der eine hat Wurfpfeil. Ein Eber. Guck mal, wie stark der ist. Schau mal, der hilft mir. Genau. Kritischer. Kritischer Treffer. Toxin. Ach, das ist dieses Vieh hier. Diese Dornwespe. Heilkraut. Ah, Heilkraut, die heilen sich. Okay. Hm. Ich gucke gerade, ob ich auch einstellen kann, ab wie viel HP sie sich erst heilen dürfen, aber sieht nicht so aus. Ich mache mal vorsichtshalber auf, bitte 5 Exemplare übrig lassen. Nicht, dass die mir doch nachher zu viel Heilgegenstände hier mopsen. Und dann stehe ich da. Okay. Sehr gut. Was haben wir hier rechts? Da ist irgendein Weg. Vielleicht ist da ja der Kaktus, von dem immer die Rede ist.
Och, aber ich werde den wahrscheinlich sowieso nicht begegnen. Oder vielleicht doch. Wer weiß, wer weiß. Wie weit ist es denn? Oh, sieht man noch gar nicht auf dem... da ganz hinten. Da haben wir noch einiges vor uns. Und da hinten ist eine Truhe. Ich komme aber nicht übers Wasser. Wasser ist ganz böse. Schwimmen ist nicht drin. Oh, guck mal, hier ein bisschen HP. Das ist dann für alle. Das ist auch gut. Da ist auch nochmal TP, aber TP haben wir voll. Nehme ich lieber die Truhe mit. Klopf, klopf. Und nochmal ein Engelskelch. Die können halt unsere gefallenen Verbündeten wiederbeleben. Ich dachte, die Dinger sind ziemlich selten, aber man findet die hier wie Sand am Meer. Oh, bin ich mal. Wir müssen da lang. Nee, wir müssen hier lang eigentlich. Ich guck aber mal. Wir gucken mal, was da ist. Oder nee, machen wir nicht. Vielleicht müssen wir nachher sowieso da lang. Und deswegen. Sonst laufen wir uns da dumm und dämlich. Da ist der Kaktus. Oh, hallo Kaktus. Das ist aber ein süßer Kaktus. Ich glaube, das findet sie auch. Aber nicht sehr gesprächig. Und der soll jetzt einem irgendwie Glück widerfahren? Huch. Kaktusfratz-Sichtungen. Kaktusfratz. Suche auf der Reise nach dem Kaktusfratz, einer mysteriösen Pflanze, die sich bewegen kann. Überprüfe alle Städte und Höhlen, da niemand weiß, wo der Kaktusfratz erscheinen wird. Jedes Mal, wenn du ihn findest, erhältst du einen Stempel. Je mehr Stempel du hast, desto bessere Preise erwarten dich. Okay. Und eine Errungenschaft bekommen. Nächster Preis. Info zu Schatzfundorten. Ah, das ist das Glück, was einem widerfährt. Suche auf der Karte nach Kaktusfratz. Im Kartenmenü siehst du die Anzahl der Sichtungen erhaltene Preise. Alles klar. Und zwar, wenn wir jetzt 1 drücken, sehen wir die. Ah, da sehen wir, wie viele wir brauchen, um die Preise bekommen. Ab 5 kriegen wir Info zu Schatzfundorten. Und ab 10 erhältst du 10% Rabatt in Läden. Und gelegentlich zweifach Erfahrungserhöhen. Okay, die Dinger sind gut. Die kann man auf jeden Fall mal begegnen. Habe ich auch gar nichts gegen. So, hier hinten war aber eigentlich die Truhe. Die hatte ich schon da hinten einmal gesehen. Mit der Schokoladentafel. Gut, die habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, da oben. Die Wespe wieder. Zack. Nur noch den Mümmler. Kommt schon. So, Mümmler Level 8 besiegt. Hier irgendjemand ein Level up? Ja, sieht gut aus. Nee, noch 4 EP fehlen. Der Charlotte. Oh, hier haben wir... Ah ne, das ist nur zum Speichern, das ist nicht zum Safen. Wow, ist ja dasselbe. Ist nicht zum Heilen, meine ich natürlich. Die goldene Straße. Rechts oder links? Rechts, genau, da lang gehen wir. Das ist für... Oh, da haben wir eigentlich komplett voll. Ich würde nachher einmal ganz kurz switchen, um mal die Spezialfähigkeit der anderen auszuprobieren. Weil es sieht mir so aus, als würden sie das selber gar nicht einsetzen. Bin ich mir aber auch noch nicht sicher. Spaltsteinkluft. Okay, neues Gebiet. Auch wieder so eine Höhle wie bei der anderen. Nur, dass die etwas rötlich erscheint. Oh, TP nehme ich gerne mit. Dann sind wir alle voll. Charlotte hat die meisten TP. Wir die wenigsten tatsächlich. Was ist das hier? Keine Ahnung. Irgendwelche Fässer, die wir jetzt kaputt gemacht haben. So, wir switchen mal eben. Mach mal die Fähigkeit. Wirbelwindspeer. Wow. Okay, dann machen wir die mal von Charlotte. Will ich auch mal sehen. Windelweich. Okay, fast so ein bisschen wie unsere Doppelattacke. Wir wechseln aber mal wieder zurück. Huch. Zu ihr. Aber was ist mit der Musik passiert hier in der Höhle? Es ist so ruhig. Umbrazeit, Gnomtag. Okay, wir haben jetzt den Gnomtag, aha. Irgendwie gibt es hier in der Höhle keine Musik. Das merkt man sofort, weil wir haben eigentlich dauerhaft im Hintergrund gute Musik am Laufen. Die ist jetzt leider gerade in der Höhle nicht präsent. Die hat keinen Bock. Egal. So. So, damit haben wir die goldene Statue erreicht. Oh, ich würde ganz gerne doch aus der Höhle raus. Es ist mir einfach zu ruhig. Ich brauche ein bisschen Musik im Hintergrund. Hier haben wir auch keine. Nein, was ist passiert? Okay, das Blaue nehme ich. Dann füllt sich nämlich unsere KA-Anzeige wieder. Aber ich würde es schön finden, wenn unsere Teammitglieder ihre Super-Special-Fähigkeiten selber einsetzen würden. Aber es besteht dann die Gefahr, dass sie die einfach so einsetzen. Gegen die schwachen Gegner, sage ich jetzt mal. Ich weiß es nicht.
Es ist so ruhig. Es ist einfach. Es ist einfach zu ruhig ohne Musik. Okay, Goblin, komm her. Und heilendes Licht. Jo, danke schön. Das war die Fähigkeit von Charlotte. Selbst hier, in der Cutscene. So ruhig. Ey, das ist doch. Das sind die Magier. Oh nein. Die sind auf der Jagd auf uns. Stimmt, auf uns ist ja ein Kopfgeld ausgesetzt. Du bist eine... Du bist eine Kriminelle? Oh oh. Na okay, sie wollen uns nicht durchlassen. Heißt... Oh. Entweder wir kämpfen... Oder die setzen irgendeinen Zauber ein, der uns jetzt komplett blockiert. Oh. Nee. Die haben irgendwas beschworen. Sieht aus wie eine Yu-Gi-Oh-Karte. Ah, wir haben wieder Musik. Yes. Wir haben wieder Musik im Hintergrund. Lass die Sachen sterben. Auf keinen Fall. Oh, die sind stark. Oh nein. Oh, wow. Nein, was ist das? Okay, super special move. Zack. Ist das ein kleiner Bosskampf, ne? Ah, ich glaube, das kriegen wir hin. Da Golem R. Ist aber Stufe 9. Raketenschlag. Da hinten. Dann machen sie wieder Raketenschlag. Wir könnten mal eben switchen und unsere Special Moves mit den anderen einsetzen. Ich glaube, so machen wir das einfach. Dann machen wir das selber. Können wir nochmal machen. Machen wir nochmal. Wirbelwindspeer. Dann switchen wir rüber. Auf Charlotte und machen das... wir warten aber eben. Okay, jetzt können wir das machen. Windelweich. Okay. Und switchen wieder zurück auf unsere Magierin. Ja, so können wir das machen. So geht's auch. Nur ausweichen. Den einen haben wir schon über die Hälfte runtergeholt. Oder braucht jemand Heilung? Oh, ich wollte gerade heilen. Haben sie aber selber gemacht. Sehr gut. Ah nein, einer ist down. Engelskelch einsetzen. Boah, das ging flott. Ich muss darauf achten, ein bisschen auf die HP der anderen. Ansonsten haben wir ja immer noch den Engelskelch. Okay, und Doppelhieb. Der Kampf ist ein bisschen heftiger jetzt. Jetzt wird es mal interessant hier. TP geht's allen gut. Sehr schön. Soweit. Den einen haben wir gleich. Aber ich glaube, die anderen beiden, die KI, ich sag mal, die KI kontrollierten, die haben es ein bisschen schwieriger auszuweichen als ich. Habe ich das Gefühl. Oh, der lebt ja noch. Okay, alle auf einen erstmal. Genau. Okay. Wir können jetzt gleich auch wieder unsere Fähigkeiten einsetzen. Gut, die sind umgefallen. Heilen das Licht. Sehr schön. Noch 3%. Und jetzt. Ist der überhaupt noch da? Ja, doch. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher. Und noch einmal. Diese blauen Kristalle, die wir aufgehoben haben, die haben unsere KA-Leiste gerade richtig schön hochgezogen. Switchen wollen, machen wir das hier mit. Ausweichen. Was war das denn? Auf jeden Fall nochmal machen. Wirbelwindspeer. Angriff. Bitte Treffer sogar. Und jetzt mit Charlotte Windelweich einsetzen. Erstmal ausweichen. Jetzt. Yes. Wer kommt auf den... Wer kommt auf diesen Special Move Namen? Okay. Und wieder zurück zu unserem Magier. Okay, den haben wir gleich. Kritischer Treffer, sehr schön. Ach, guck mal, da kamen wieder die blauen Kristalle raus. Ich glaube, da kommen immer welche raus ein bisschen, wenn man kritischen Treffer erlangt hat. So, besiegt. 3000 Erfahrung. Und plus 300 Bonus für unsere Angela. Das waren eine Menge Level-Ups. Ja, GG. Okay, sie geben auf. Oh oh. Die Brücke. Oh nein, die Brücke. Ja. Die Brücke ist kaputt. Das war gemein. Aber auch nicht ganz unklug. Ich
マナーストーンを狙って各国に侵攻を開始したの。あの子たちがここにいるってことは、やっぱりこの辺りにマナーストーン。Gute Schlussfolgerung。早く英雄王に会ってマナーストーンの場所を教えてもらい、精霊たちを見つけ出さないと。Den Heldenkönig。Aha。橋は落ちてしまったし。Wir haben. Nee, die Fee kann uns jetzt auch nicht darüber bringen, ne? Ja, nicht mehr genug Energie dafür. Also uns darüber zu teleportieren, das geht, glaube ich, jetzt nicht mehr. Irgendjemand eine Idee? Ah, wir sind wieder zurückgegangen. Müssen wir uns eine Strickbrücke bauen? Ja, die Kanone! Wir müssen die Kanone nehmen. Damit müssen wir uns rüber teleportieren. Ist zwar vielleicht ein bisschen rau, aber wenn es funktioniert und wir heil dann ankommen, beziehungsweise wenn wir lebend ankommen, dann geht's doch. Huch. Ach, wir müssen nach hinten. Und ja, das Geld liegt mal wieder auf den Straßen. Standardmäßig. So, irgendwie. Ah ja, genau. Du, wir bräuchten die Kanone. Ja. Zweite Version. Hyper Deluxe Superkanone. Der ist richtig gehypt. Ja, sie heißt jetzt Hyper. Kommt nochmal nach hinten, aber Dali. Okay, sie heißt nicht mehr Deluxe Kanone, Super Deluxe Kanone oder so. Sie heißt jetzt Hyper Deluxe Kanone. Na dann wird's doch sicher funktionieren. Sieht aber... Nee, die sieht ein bisschen anders aus, stimmt. Oder? Ich glaube, die sieht ein bisschen anders aus als vorher. Könnte aber auch Einbildung sein. Hi. Nee, die sieht anders aus. Turbo-Kanonen Nummer 2. Er hat sie wieder umbenannt. Hä? Wie heißt die denn jetzt? Ja, Schutzkleidung? Oh nein. Nitromid. Uff. Und wo kriege ich das jetzt her? Das schafft ihr schon. Wir müssen jetzt Nitromid besorgen. Den Zündstoff. Ja, woher kriegen wir den? Was ist Zündstoff? Kann man das essen? Echt jetzt? Kann man das essen? Hä, aber das müsste er uns doch erklären können. Der Typ, der kann uns doch sagen, wo wir das herkriegen. Oder nicht? Der kennt sich doch sicher damit aus. Okay, der macht es uns nicht einfach. Hallo? Nitromid? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Zwerge das in Minen benutzen, um Tunnel zu graben. Ja. Damit haben wir doch schon mal einen guten Anhaltspunkt. Zwerge, Minen, klingt gut. Der Eingang zum Zwergentunnel befindet sich in der Spaltsteinkluft. Da findet ihr die kleinen Leute. Schauen wir mal nach. Finde das Zwergendorf. Also muss es hier noch irgendeinen weiteren Weg gehen. Auf der goldenen Straße. Das sah aus wie ein Pikachu. Wo es dann zu dem Zwergendorf geht. So, erstmal den Müller hier raus. Ne? Vielleicht ändere ich ihn. Hoppala. Ja, Reaction war... Wieso ziehe ich nichts mehr? Okay, jetzt. Ich stelle gleich mal auf jeden Fall was um. Und zwar unter der Strategie, dass unsere Resi nicht andere Gegner angreift. Gegner anvisieren, die noch nicht mit Verbünden als Ziel gewählt wurden, sondern mit dem gleichen Gegner kämpft. Das machen wir auch. Ah ja, mit uns brauchen wir das ja nicht machen. Wo machen wir auch mal? Falls wir switchen sollten mal. Ausgewogener Angriff. Und Verbündene schützen. Okay, bin zufrieden. Na dann. Hier ist noch ein Schild. Vorsicht, Pfeile. Okay. Ich glaube, damit sind die Pfeile von den Kapuzenratten. Da, Wurfpfeil.
Die schießen nämlich mit Pfeilen. Oder werfen? Ja, das sind Wurfpfeile. Also Kunais. Aber das sind Wurfmesser eigentlich. Erledigt? Erledigt. Wie viel EP gibt das eigentlich? Stimmt. Jetzt sind alle Stufen 9. Jetzt könnten wir mal gucken unter Ausbildung. Wir haben 3 Lernpunkte. Ja, Intelligenz können wir nicht mehr erhöhen. Da haben wir's. Dann gucken wir mal weiter. Okay, wir gehen auf Geist, denn wir bekommen jetzt plus 5 MP. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit MP? Wir können mit ihr noch nichts mit MP machen, aber wir bekommen eine Fähigkeit, eine Aktion, und zwar Heilige Kugel. Verursacht Lichtmagie-Schaden, Stärke 100. Das klingt schon mal ganz gut. Endlich mal können wir Magie zünden. Deswegen, fortfahren. Wir haben endlich eine Aktion gelernt, Lichtmagie-Schaden. Die sollten wir auch direkt mal eben ausrüsten. Wo ist sie? Unter Aktion. Es sei denn, die ist direkt schon ausgerüstet. Gucken wir. Nee, doch ist... Okay. Und bei ihr können wir unter den Geist-Kategorie auch nichts mehr ausgeben. Deswegen suchen wir uns was... anderes. Okay, ich habe mir die Fähigkeiten jetzt mal angeguckt. Also die Sachen, die Fähigkeiten, Schrägstrich Aktion. Und ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal hier auf den Endpunkte-Skillbaum, sage ich jetzt mal. Und zwar... bekommen wir dann knappe Sache. Stellt im Kampf beim Heilen eines Verbündeten mit 30% TP oder weniger 20% TP zusätzlich wieder her. Klingt gut. Wird gekauft. Fähigkeit ausrüsten. Ja, gegen TP. Aber, genau, die TP-Fähigkeit geben wir dann einfach irgendjemanden, der noch frei hat. Warte mal, was ist denn davon kommen? Oh, die sollten wir ihr geben. Und dann geben wir ihr die das mit dem TP. Genau, das ist gut. Jetzt haben wir es schön aufgeteilt. So, jetzt können wir... Nee, können wir nicht. Wir haben immer noch welche zum Verteilen. Nämlich für die Resi. Und da haben wir nämlich die Glückspunkte komplett voll. Und bei ihr skill ich tatsächlich jetzt mal auf Stärke, um ihr einfach noch mehr Kraft zu verleihen. Ich hoffe, das ist gut. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ja, machen wir. Er hat den Stärke-Grundwert. Dann haben wir jemanden, der nochmal richtig schön Damage macht dazu. So, ich glaube, den hier könnten wir auch direkt draufhauen. Machen wir. Aber jetzt gerade noch nicht. So, weiter geht's im Schritt. Gegner. Oh, direkt mal ausprobieren. Direkt mal gucken, wie schön wir die jetzt besiegen. Wurfpfeil. Den habe ich eingesteckt. 25 HP erstmal. Kassiert. Also minus. Pfeil ausgewichen, kritischer Treffer und besiegt. Du hast gewonnen. GG. Okay, das ist das Schild, das kennen wir. Genau, das zu stark beschädigte Schild. So, auf Ledermaus. Sind die Zubats schon außerhalb Höhlen? Das geht mal gar nicht. Zubats dürfen nicht außerhalb der Höhlen sein. Die sind schon in Höhlen. Schlimm genug. Oh, Gegner. Zombies. Ganz viele. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal unsere Special Move. Und erledigen vielleicht... Ja, einen. Haben wir. Machen wir nochmal. Oh, jetzt kriegen wir beide, oder? Und ja, jetzt haben wir beide. Oh, das ging doch flott. So ein bisschen HP wieder auffüllen. Und weiter im Schritt. Wir müssen zu den Zwergendorf. Die wissen... Ja, Zwergen, die sind ja sowieso Ingenieure meistens. Die kennen sich aus. Oha. Da switchen wir einfach zu der hier und setzen den Wirbelwindsperr. Wow. Der ist heftig, muss ich sagen. Aber ich würde ganz gerne mal unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Und zwar hiermit. Aktion. Oh, wie cool ist das denn? Okay. Wow. Okay, das ist interessant. Das war unser Action-Skill, sage ich jetzt einfach mal. Unsere Aktion. Die uns jetzt ein bisschen Mana gekostet hat. Dafür ist die aber auch stark. Das wird uns, glaube ich, sehr helfen, auch bei Bosskämpfen. Um die dann zu besiegen. So, hier ist eine Speicherstatue. Und an der Stelle sage ich auch dann mal, das war's für den Part. Danke fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Part von Trials of Mana. Bis dahin, noch alles Gute und bye bye.